dieses Streben nach sozialer Gerechtigkeit, das führe ich in meiner Biografie darauf zurück, dass ich so ein Erlebnis hatte als Kind einer alleinerziehenden Mutter. Und die erste Frage des Klassenlehrers war an alle gerichtet, was ist dein Vater von Beruf? Ich wusste über meinen Vater überhaupt nichts. Der spielt in meinem Leben keine Rolle. Der war längst weg. Und von da an war aber schon sofort klar für den Klassenlehrer, der diese Frage gestellt hatte, derjenige Junge, der als Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes in der Stadt bekannt war, der hatte natürlich von Anfang an viel bessere Chancen, eine gute Note zu bekommen, als ein Junge, der noch nicht mal wusste, was sein Vater von Beruf ist und der allenfalls eine Mutter vorzuweisen hatte. Bis heute ist das ja so und inzwischen auch durch PISA vielfach belegt, dass die soziale Herkunft bei uns immer noch heute, im Jahr 2016, 2017, ausschlaggebend ist für den Bildungserfolg eines Kindes. Das hat mich, glaube ich, tief geprägt und bewegt, diese Frage der sozialen Gerechtigkeit im Leben immer sehr ernst zu nehmen und als Ziel, als Leitbild für die Gestaltung einer Gesellschaft bis heute ganz hoch anzusiedeln.